Weißt du, dass man Gott erleben kann? Dass man nicht nur glauben darf, man darf auch Gott erleben. Er möchte, dass wir ihn suchen und finden. Wenn wir unsere Herzen für Heiligen Geist aufmachen, erfüllt uns mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seiner Gegenwart jedes Mal neu. Wisst ihr, ich bin durstig nach dem, was Gott machen wird am Ende der Zeit, wie Gott die Herzen der Menschen berühren wird. Hast du mal versucht, jemanden zu überzeugen, dass es Gott gibt? Ich habe es versucht, mehrmals. Und manchmal müsste ich feststellen, dass die besten Argumente reichen nicht aus. Aber es gibt eins, was Unterschied macht. Weißt du was? Wenn die Menschen von Gott selbst berührt werden. Und dann macht es Unterschied. Und ich möchte euch zwei Sachen nochmal vor Augen führen, die in unserem Leben als Christen wichtig sind. Erste Erfahrung nennt Bibel vom Neuen geboren werden, von Gott geboren werden, eine neue Kreatur zu sein. Und zweite Erfahrung, was Aposteln damals gemacht haben, die auch für uns alle gültig ist, ist diese Taufe im Heiligen Geist. Und das ist nicht zwei gleiche Erfahrungen, da sind zwei unterschiedliche Erfahrungen, die Apostel durchgemacht haben oder erlebt haben. Und das dürfen wir auch als Menschen heute erleben. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater hat gesendet, so sende ich euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. So haben die Apostel erlebt, die wurden einmal wiedergeboren, die wurden von oben erneuert, einmal, als Jesus noch auf dieser Erde war. Und als Jesus gegangen ist, er hat gesagt, bitte geht nicht weg, wartet auf das, was euch Vater versprochen hat, und zwar den Heiligen Geist. Ich kann es euch nicht erklären, wie es funktioniert auf eine logische Art und Weise, aber nachdem ich mich bekehrt habe und aus der Bibel gelesen habe, plötzlich wurde mir klar. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben geschehen ist, aber bis zum bestimmten Punkt habe ich versucht, den Heiligen Schrift zu lesen. Ich habe nichts verstanden. Und das ist das, was für mich Geburt von Neuem, vom Geist bedeutet. Wenn du plötzlich Zugang bekommst zu dem Leben Gottes. Aber dann werde ich mit dem Volk Israel einen neuen Bund schließen. Der wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann anderen noch belehren. Keiner braucht seinen Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Was für eine interessante Verheißung. Im Alten Testament spricht Gott und sagt, es wird Zeit geben, wo ich meine Gesetze, das, was auf Sinai empfangen wurde, nicht mehr auf diesen Tafel geschrieben wird, sondern es wird Zeit kommen, wo meine Gesetze, wo mein Willen auf deren Herzen geschrieben wird. Und keiner wird Menschen dazu bringen müssen mit der Aussage, du musst den Herrn erkennen, sondern jeder wird den Herrn kennen. Und das nennen wir in unserer Sprache heute, von oben geboren zu sein. Plötzlich lebt der Heilige Geist in dir und er zeigt dir, wo Unterschied ist zwischen Guten und Bösen, zwischen Wille Gottes und deinem Wille. Es gibt zwei wichtige Zeichen, wenn ein Mensch von oben geboren ist. Er liebt den Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Weißt du, wenn Menschen geboren werden, keiner bringt dem Kind bei, dass er die Mutter lieben soll. Das steckt in dem Kind schon drin, weil er von Mama und Papa geboren, er liebt sie. Wenn ein Christ vom Heiligen Geist von oben geboren ist, du kannst es nicht erklären. Du liebst den Herrn.
Du magst es, in seiner Gegenwart zu sein. Und das ist ein der ersten Zeichen, dass ein Mensch von Gott geboren ist. Zweitens, was ich sehe aus der Bibel, auch in meinem Leben, im Leben vielen Menschen, was Zeichen dessen ist, dass man von oben geboren ist, die Liebe zum Heiligen Schrift und dass du die Bibel verstehst. Plötzlich, du liest die gleiche Stelle schon 20 Jahre und heute liest du aus der Bibel und diese Stelle für dich wird anders offenbart. Und das ist der Werk Gottes, Werk vom Heiligen Geist. Und das brauche ich immer wieder. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das brauchen wir, dass Gott zu uns spricht, weil Jesus hat gesagt, wenn du nicht von oben geboren bist, wirst du Reich Gottes überhaupt nicht sehen können. Du kannst viel spenden, du kannst in Gemeinde mitarbeiten, du kannst vieles tun, aber wenn du nicht von oben geboren bist, wenn diese zwei Momente in deinem Leben, dein Leben nicht bestimmen, dass du Gott liebst und Gottes, was, alles, was zum Gott gehört, liebst, und wenn Wort Gottes für dich nicht mehr lebendig ist, dann hast du was verpasst und du hast dich selbst betrogen. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon bald. Wir sehen, dass die gleichen Apostel, die Heiligen Geist empfangen haben, in diesem Zimmer, wo Jesus zu denen kam und sagte, Friede sei mit euch und pustete sie an, plötzlich sagt Jesus, ihr werdet noch mit dem Heiligen Geist getauft. Weißt du, Taufe im Heiligen Geist, das ist nicht nur dafür, dass wir in Zungen sprechen oder prophezeien. Das ist wie Zugabe, wie eine Belohnung für die, die Kraft empfangen haben, die Zeugen Jesu sind. Das ist der Sinn der Sache. Heiliger Geist und Taufe im Heiligen Geist ist dafür da, dass wir Zeugen Jesu werden. Und wo Evangelium verkündigt wird, es wird begleitet durch Wunder und Zeichen Gottes. Damals haben wir uns entschieden, wir werden in Potsdam Alpha-Kurs durchführen. Und als wir Alpha-Kurs dort gestartet haben, kam eine neue Frau zu unserer Versammlung und sagte, wisst ihr, ich habe eine Kollegin und die wurde durch einen Schlaganfall gelähmt und ist jetzt im Krankenhaus. Früher habe ich versucht, ihr über Jesus zu erzählen, sie hat Nein gesagt. Sie liegt jetzt im Krankenhaus und ich habe gefragt, ob mein Pastor kommen darf, um dich zu beten. Und sie hat gesagt, okay, Pastor darf kommen. Ich habe meine Hände aufgelegt und vom Herzen für sie gebetet, dass Gott sie heilt und ich hatte keine große Erwartung. Ich habe gebetet in Glauben und gegangen. Nächsten Freitag war es, ich komme zum Alpha-Kurs, die Kollegin, die mich eingeladen hat, die strahlt. Pastor, die Frau, die ist schon zu Hause, die ist komplett gesund. Die Ärzte können das nicht erklären, wieso und warum, aber die wurde nach ihrem Gebet komplett gesund gemacht. Weißt du, ich habe ihr Theologie nicht gepredigt, ich habe nur für sie gebetet und Gott hat Wunder und Zeichen an ihrem Leben gemacht. Die Frau kam zum Glauben und erkannte und erklärte, dass Jesus der Herr ist. Sie war selbst eine Muslimin gewesen. Aber sie hat komplette Wiederherstellung erlebt. Sie hat komplett zu Jesus gewendet, aber auch ihre Schwester auch zum Glauben geführt, weil sie gesehen hat, was Jesus an ihrem Leben getan hat. Das ist der Heilige Geist, das ist dafür braucht man Wunder und Zeichen, damit Menschen zum Glauben geführt werden. Weißt du, wenn wir unsere Herzen öffnen und wir uns als Werkzeuge Gottes ihm zur Verfügung stellen und sagen, Herr, bitte, ich spreche jetzt mit meinem Kollegen, aber weißt du, ich komme auf einen Widerstand. Da ist so eine Blockade, ich komme einfach nicht durch. Heiliger Geist, du kennst die Wege. Und du betest für den Menschen. Gott sagt, denn ich gieße Wasser auf das dürstige Land und Ströme auf das ausgetrocknete Feld. Ja, ich gieße meinen Geist über euren Nachkommen aus. Mit meinem Segen überschütte ich eure Kinder. Ich möchte dich einladen, dass wir diese
Erfahrung machen.